Hi, heutiges Thema das Superpositionsverfahren bzw. wie dieses Verfahren hier im Bereich der Festigkeitslehre konkret bei einem Biegeträger angewandt werden kann. Worum geht es dabei? Letztendlich ist es ja so, dass wir bei solchen Biegeträgern, dass es da ja viele Standardfälle gibt, die ihr in eurer Formelsammlung nachschauen könnt. Also welchen Biegemomentenverlauf da vorhanden ist, beziehungsweise welchen Querkraftverlauf so ein Biegeträger vorhanden ist, aber auch welche Biegelinie letztendlich bei einer gegebenen Kraft, einem gegebenen Kraftangriffspunkt, letztendlich welche Biegelinie dabei entsteht. Also sprich, wie groß ist die Durchbiegung an der Kraftangriffsstelle, also Y an der Stelle X gleich A, gibt es eine Gleichung für. Es gibt auch die Gleichung für die maximale Durchbiegung, die ja in diesem Fall nicht an der Lastangriffsstelle ist, sondern seitlich versetzt dazu. Und es gibt eine ganz allgemeine Gleichung, beziehungsweise es gibt mehrere Gleichungen für die Biegelinie als solche, sprich in Abhängigkeit des Laufparameters x, an jeder beliebigen Stelle x, dann die entsprechende Durchbiegung zu berechnen. Genauso für den Biegemomentenverlauf, auch hier gibt es entsprechende Gleichungen, die ihr in eurer Formelsammlung für den passenden Anwendungsfall berechnen könnt. Dafür braucht man das Superpositionsverfahren noch nicht. Es dient nur mal als Erläuterung, um später dann erläutern zu können, dient als Einstieg, um später erläutern zu können, für was dieses Superpositionsverfahren angewandt wird. Gehen wir vielleicht gerade nochmal diesen Standardfall durch. Wir haben hier also einen Biegeträger, gelagert auf zwei Stellen, Loslager, Festlager, an beiden Stellen Gelenke gelagert. Und der Biegemomentenverlauf ist euch soweit bestimmt noch klar. Wenn man sich jetzt das anschaut, der Biegemomentenverlauf, das ist ja bei einer Punktlast so, dass er an der Stelle der Last wir das maximale Biegemoment haben und von den Lagerstellen aus, dem das Biegemoment ja gerade gleich Null ist, wir hier ein stetig anwachsendes Biegemoment haben, was dann eben an der Lastangriffsstelle ihr Maximum hat. Ähnlich verhält es sich mit der Biegespannung, also dem Verlauf dieser Biegespannung, unter der Voraussetzung, dass das Flächenträgheitsmoment und aber auch der Randfaserabstand dieses Biegeträgers konstant ist über die Länge L, davon kann man in den meisten Fällen ausgehen, ist die Biegespannung als solche direkt analog zu dem Biegemoment MB, sprich an der Stelle des Lastangriffspunkts haben wir hier auch ein Maximum und auch entsprechend einen stetigen Zuwachs der Biegespannung. Etwas anders verhält es sich mit der Durchbiegung als solche. Die maximale Durchbiegung ist hier in diesem Fall dann nicht an der Lastangriffsstelle, sondern seitlich versetzt. Also etwa hier. Und wir haben hier auch keine Linearität vorhanden. Sprich, wenn man hier diesen Verlauf hier analytisch angehen möchte, dann ist es wirklich erforderlich, im gewissen Raster für x, wie fein ihr das wählt, das hängt davon ab, wie genau ihr das Ergebnis haben müsst, aber im gewissen Raster x jeweils immer den zugehörigen Wert y auszurechnen und euch das dann grafisch darzustellen. Der Verlauf wird dann etwa so sein, wir haben hier irgendwo dann das Maximum der Durchbiegung und dann hier entsprechend diesen Verlauf. Wenn ihr hier eine relativ feine Auflösung wollt, also viele Ergebnisse haben müsst, sprich ein kleines X-Raster wählen müsst, dann ist es natürlich sehr aufwendig, das mit einem herkömmlichen Taschenrechner auszurechnen und eine Wertetabelle zu erstellen. Da empfiehlt sich dann entsprechend programmierbaren Taschenrechner, der euch dann die fertigen Ergebnisse ausspuckt oder vielleicht euch sogar diesen Graphen hier grafisch darstellt. Ich arbeite gern mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, eine sinnvolle Alternative dazu. Das heißt, ich hake all diese Formeln in dieses Programm ein und kann mir dann eben diese Verläufe hier grafisch darstellen lassen und für jeden beliebigen Wert x die jeweiligen Ergebnisse dann auch entsprechend berechnen lassen. Jetzt zum eigentlichen Superpositionsverfahren.
Das findet dann Anwendung, wenn ihr einen Lastfall habt, den ihr als Standardfall in eurer Formelsammlung nicht mehr findet. Dann ist es ein recht probates und einfaches Mittel, die tatsächliche Ergebnisse, die dann aus diesem überlagerten Belastungsfall sich ergeben, zu ermitteln. Sprich, wenn wir jetzt hier den Fall, wenn wir jetzt diesen Fall nochmal betrachten und nun plötzlich nicht mehr diese eine Kraft F1 vorhanden ist, sondern an einer beliebigen Stelle X hier eine zweite Kraft F2 wird, dann werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit in eurer Formelsammlung diesen Fall nicht mehr finden. Und deswegen hat man dann eben mit diesem Superpositionsverfahren eine relativ einfache und schnelle Antwort darauf, wie man jetzt das berechnen kann. Die Vorgehensweise ist so, man betrachtet erstmal diesen ersten Fall, also nur diese Kraft F1, und ermittelt eben diese Verläufe, wie ich sie eben erläutert habe. Wenn man das getan hat, dann blendet man die Kraft F1 aus und betrachtet nur diese Kraft F2 und macht das Gleiche nochmal für diese Kraft F2. Sprich, wir haben dann einen neuen Verlauf für die Biegemomentenkurve aus der Kraft F2. Ich übertrage das hier gerade mal nach unten. Sprich, wir werden hier irgendwo das maximale Biegemoment haben mit dem entsprechenden Verlauf. Auch übertragen auf das Biegemoment werden wir entsprechend einen Verlauf haben, der aus der Kraft F2 resultiert. Und entsprechend auch dann für die Durchbiegung hier eine weitere Kennlinie, einen weiteren Graphen, der dann das Ergebnis aus dieser Kraft F2 resultiert. Und das Superpositionsverfahren macht jetzt nichts anderes, als dass es diese beiden einzeln betrachteten Fälle überlagert. Sprich, wir können nun das Ergebnis ermitteln, also das Ergebnis aus dieser Beanspruchung dieser beiden Kräfte ist nichts anderes als eine Überlagerung dieser beiden Kennlinien. Sprich, an jedem einzelnen beliebigen Punkt x von 0 bis maximal L gleich x können wir das jeweilige Ergebnis, also in diesem Fall hier MB1, also aus der Kraft F1, und das Ergebnis aus, also MB2 aus der Kraft F2, können wir überlagern, sprich addieren, vorzeichengerecht addieren und erhalten dann entsprechend beim Biegemoment, das ist relativ einfach, da reichen wenige Punkte, um das entsprechend zu ermitteln. Wir errechnen also hier diesen Wert plus diesen Wert und tragen diesen Wert hier ab. Genauso hier, dieser Wert hier plus dieser Wert ergibt dann entsprechend diesen Wert und können dann den neuen Biegemomentenverlauf hier entsprechend abtragen. Das gleiche gilt für die Biegespannung. Diesen Wert plus diesen Wert ergibt diesen Wert und diesen Wert plus diesen Wert haben wir hier als Ergebnis. Und die Biegespannung hat dann entsprechend wieder den analogen Verlauf zur Biegemomentenkennlinie. Und ganz ähnlich wird es auch hier bei der Durchbiegung bzw. bei der Biegelinie sein. Wenn wir die jeweiligen Werte addieren, dann erhalten wir das Maximum der Durchbiegung. Aber letztendlich ist es auch die Addition aus diesen beiden Kennlinien und können dann hier entsprechend diese Kennlinie hier ermitteln. Und wie gesagt, wenn ihr das im Tabellenkalkulationsprogramm macht, dann habt ihr einerseits all diese Gleichungen für den Fall 1 und die entsprechenden Ergebnisse für jeden beliebigen x-Wert und andererseits all diese Gleichungen für den Fall 2 und die entsprechenden Ergebnisse für jeden beliebigen x-Wert. Und die Ergebnisse für die jeweiligen x-Werte, die addiert ihr zu einem Gesamtergebnis und könnt euch dieses Gesamtergebnis dann wieder grafisch darstellen. Und dann sieht ihr auch relativ schnell, welche Parameter wie in das Ergebnis einspielen. Ich habe ein paar Diagramme vorbereitet, die ich euch im Folgenden zeigen kann. Dargestellt habe ich jetzt hier ein Beispiel mit einer Länge, einer gespannten Länge des Biegeträgers von 5000 mm, E-Modul 210.000 Newton pro Quadratmillimeter
ein Flächenträgheitsmoment und Randfaserabstand gewählt von einem beispielhaft einem Doppel-T-Träger HEB 200. Und für die Berechnung habe ich jetzt eine Schrittweite für X von 10 mm angenommen. Das sieht man auch hier in der Spalte A. Also X ist im 10 mm Raster hier entsprechend fortgeführt von L oder für X gleich 0 bis X gleich 5000, was ja dann wieder der Länge, der Spannlänge des Biegeträgers entspricht. Und so habe ich jetzt einerseits für den Fall 1, also die Kraft F1 mit 30.000 Newton angenommen und auch die Kraft F2 mit 30.000 Newton. Entsprechend für den Parameter A, also den Kraftangriffspunkt der Kraft F1 und den Kraftangriffspunkt der F2 entsprechend hier eingetragen, diese Parameter, und kann dann über die entsprechenden Gleichungen, die wir uns da vorher angeschaut hatten, die jeweiligen Werte an der Stelle X jeweils ausrechnen. Also ich erhalte dann für den Fall 1 an jeder beliebigen Stelle X ein Biegemoment, eine entsprechende Durchbiegung und auch eine Biegespannung. Und das Gleiche wird vorgenommen, die gleiche Vorgehensweise, die gleiche Berechnung auch für den Fall 2. Für jede beliebige Stelle X werden die entsprechenden Werte für das Biegemoment, für die Durchbiegung, aber auch für die Biegespannung ermittelt. Und dann in einer weiteren Spalte letztendlich die Überlagerung, also die Superposition durchgeführt, wo dann die Ergebnisse aus Fall 1 und Fall 2 addiert werden zu einem Gesamtergebnis. Und letztendlich können diese Werte dann wieder grafisch dargestellt werden. Also einerseits für den Biegemomentenverlauf in Abhängigkeit der Laufvariable x, dann einen entsprechenden Verlauf, der sich ja einerseits aus der Kraft F1 und andererseits aus der Kraft F2 ergibt. Und wenn man diese beiden Kennlinien dann addiert, erhält man eben die entsprechende, das Gesamtergebnis des Biegemomentenverlaufes, der sich dann aus der Kraft F1 und F2 ergibt, analog zum Biegespannungsverlauf. Und auch das Ergebnis für die Biegelinie wollen wir uns anschauen. Auch hier ganz ähnlich, die gestrichelte Linie zeigt den Lastangriffspunkt jeweils an, einerseits bei 1250 und andererseits bei 3750 mm. Die maximalen Durchbiegungen, das sieht man hier ganz deutlich, ist nicht an der Stelle des Lastangriffspunkts, sondern zeitlich dazu versetzt. Einerseits hier für die Kraft F1, andererseits hier für die Kraft F2, die maximale Durchbiegung. Und wenn man diese beiden Kennlinien dann wieder addiert, erhält man eben das Gesamtergebnis, die Gesamtbiegelinie, die in diesem Fall, in diesem konkreten Fall bei minus rund 9 mm Durchbiegung, maximale Durchbiegung beträgt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne.